Es ist ein großes Massle, dass ich da geboren bin und leben darf. Heimat ist für mich ein wichtiger Begriff und ein besonderes Gefühl. Werdenfels und das obere Isartal. Ich wohne Zwolger und fahre gern mit dem Radi über Buckelwiesen an meine Werkstatt auf mit der Wald. Zwischen Karwendel und Wetterstor mit den Zugspitz. Die spektakulären Park bilden den Roma und das Mittelstin die von den Menschen geprägte Kulturlandschaft. Mit der Wald haben meine Vorfahren die Geigen für Wolfgang Amadeus Mozart gebaut. Das ist genau an mein Nachbarhaus von meiner jetzigen Werkstatt gewesen, in dem meine Urgroßmutter aufgewachsen ist. Schon ein Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, dass mit der Wald ein lebendiges Bilderbuch ist mit seinen gemeinen Häusern. Zumittelst eine Martherin ist meine Werkstatt im historischen Zentrum, in einem von den schmalsten Häusern des ältesten Ortsteils. Ich bin mir jetzt mal gewiss, dass die Mauern schon vor 600 Jahren gestanden sind. Ich kann mir nichts Nachhaltigeres vorstellen als den Bau von meinen Geigen. Holz von einem Baum zum Verarbeiten, der da im Alpenraum 250 Jahre lang gewachsen ist. Ohne Einsatz von Maschinen, also fast ohne Strom, grob mit den alten Werkzeugen und meinen Händen. Lärm kann auch Heimat sein. In derer Kirche bin ich gern. Sie ist der Ausdruck von absoluter Lebensfreude. Da bin ich getauft worden und war 9 Jahre lang Ministrant. In dem wunderschönen Raum hat er in seiner Herzstadt stattgefunden und seit 30 Jahren spiele ich ein Kirchenorchester auf der Geigen, die ich für mich gebaut habe. Weil die Instrumente gut sind, die ich mache, funktionieren sie noch in 200 oder 300 Jahren. Im Idealfall durch die Reifung nachher noch besser als am Tag ihre Herstellung. Wenn man eine Geige das erste Mal zum Klingen bringt, ist es jedes Mal wieder, ich möchte fast sagen, ein magischer Moment. Es ist vergleichbar mit einer Geburt. Die Geige erwacht zum Leben. Die Musiker, die auf mit der Wald kommen, um Instrumente auszuprobieren, kommen aus der ganzen Welt. Schon zu der Zeit von Matthias Klotz sind die Instrumente in ganz Europa gespielt worden. Leopold Mozart hat in einem Brief geschrieben, ganz Paris und London seien voll mit der Walder Geigen. Wichtig ist es, zum Erklären, welche Energie hinter dem Bau von solchen Instrumenten steckt, die Qualität von den Hölzern zu beschreiben und die vielen Stunden Arbeit. Und die Liebe und Leidenschaft beim Bau.